Hallo und willkommen zurück im wunderschönen Family Park. So, ich habe jetzt hier das Problem mit dieser Bahn hier war endlich gelöst. Und zwar war das eine reine Transportbahn. Deswegen war die auch vorne und hinten abgetrennt und waren keine Gleise mit ursprünglich mit verbunden. Denn die nutzt man eigentlich, um sich im ganzen Park zu bewegen. Das heißt, man kann hier meinetwegen hier einsteigen und dann würde man hier Gleise lang führen und würde hier wieder aussteigen und da hinten wieder weiterfahren lassen und dann da hinten irgendwo wieder aussteigen oder einsteigen. Wie auch immer, dass die Leute hier praktisch nicht ständig herumlaufen müssen, sondern auch mit der Bahn fahren können. Gut, habe ich probiert. Das steht jetzt gerade ein bisschen doof dafür. Also, das hätte ich dann später irgendwie machen müssen, weil das Ding steht ja am Ende des Parks im Grunde gerade. Und dann hätte ich das irgendwie so komplett rumführen müssen. Also würden mir jetzt eigentlich nur im Weg rumstehen. Diese ganzen Gleise. Ich glaube, man sieht sie sogar noch hier. Ja, hier habe ich es mal probiert. Da geht irgendwo ein Tunnel komplett quer durch. Den muss ich nochmal wieder wegmachen. Jetzt habe ich diese Bahn komplett rausgenommen und habe eine andere gebaut, die hier dann hoch geht, um Geschwindigkeit zu bekommen. Und dann geht die hier wieder runter. Das hier ist noch nicht ganz fertig. Das werde ich wahrscheinlich diese Steine hier ganze noch erweitern, dass es hier noch ein bisschen rumgeht und dann erst hier aus dem Berg rauskommt, was ich an dieser Stelle zum Beispiel. Und ja, damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. Aber so funktioniert sie zumindest erst einmal. Und die Leute sind auch halbwegs begeistert davon. Okay, es hat nicht ganz die tollen Bewertungen wie eine andere Bahn. Moment, gehen wir mal rauf. Da sieht man das mal, die Bewertung, wie die denn sind. Da, Bewertung. Spaß 1,7, Nervenkitzel 5,3 und Übelkeit 2,34. Aber gut, die Leute stehen an, insofern scheint es zu funktionieren. Und was sagt ihr so, Leute? Ah ja, Eintrittspreis ist billig. Okay, wenn das so ist, dann werde ich ihn mal ein bisschen aufsetzen. Den habe ich tatsächlich nicht verändert. Ich würde sagen, dann machen wir es mal auf 12 Dollar. Dann werde ich es wohl nicht mehr so billig finden. Letztendlich spielt es keine Rolle. Also ich habe zu viel Geld im Rücken schon. 391.000 Dollar, das ist schon eine ganze Menge. Und es wird auch kräftig immer Gewinn gemacht. Also 10.000 gewinnen, 25.000 gewinnen, 13.000. Und ja gut, hier habe ich jetzt eine ganze Menge gebaut. Deswegen wird der Gewinn hier wahrscheinlich runtergehen. Wobei es trotzdem etwas seltsam ist. Ich habe hier Fahrticketeinnahmen von 24.000 und jetzt nur von 4.000. Komisch. Das heißt, nee, so komisch ist es nicht. Irgendwie sind mir alle Fahrgeschäfte gleichzeitig ausgefallen. Das wird es gewesen sein. Warum auch immer, ich keine Ahnung. Das muss ein Riesenzufall sein, dass hier alle gleichzeitig ausfallen. Jetzt laufen sie eigentlich wieder. Sollten wir laufen? Ja, stehen da überall an, also müssen wir laufen. Aber die waren irgendwie alle gleichzeitig ausgefallen. Keine Ahnung, woher das kommt, aber gut. So, nun sieht man hier auch schön, dass sie hier überall wieder einsteigen. Aber ab dem Punkt ist hier auch wirklich Ruhe. Also hier geht keiner mehr großartig weiter. Ein, zwei Personen gehen noch weiter. Aber das kann es dann nicht gewesen sein. Sodass mir auch meine Verkäufer hier ständig abhauen. Ich muss mir immer neue Angestellte holen, weil hier einfach keiner durchgeht. Also absolut nicht. Geben wir mal Glück, wenn wir tatsächlich. Oh. Da laufen tatsächlich mal zwei rum. Unfassbar. Bester Tag, ja gut, schön für euch. Aber die Geschäfte machen hier eben absolut Minus. Keiner macht hier Plus. Und das muss sich ändern. Wäre schade, wenn das hier weiterhin im Minus bleibt. Denn optisch ist und macht es auf jeden Fall aus hier, das Teil. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir mal an und werden hier auf dieser Seite mal eine Achterbahn bauen. Technisches Problem. Ja, da haben wir das nächste. Und dann hoffen, dass die Leute hier wieder ein bisschen hinkommen. Okay, mal gucken, was ich so habe für Achterbahnen. Ich habe auch noch welche erforscht, ob die schon fertig sind. Ne, die eine ist noch nicht fertig. Gut, es gab noch ein paar andere, die ich da dort dabei hatte. Moment, angepasst brauche ich nicht. Und dann gehen wir mal hier drauf. Es sind ja schon einige. Allerdings kann ich jetzt keine Westernbahn gebrauchen. Ich brauche irgendwas mit Fantasy. Vampire? Mal gucken. Na, kommt da mal was? Hallo? Also ich sehe nichts.
Kommt keine. Doch, da ist sie endlich. Okay, mal gucken. Ich drehe die mal. Sieht schon stylisch aus, aber Vampire passt jetzt nicht unbedingt zu Märchen. Aber sieht schon geil aus. Wow, Moment. Damit ich hier mal ein bisschen aus der Nähe ansehen. Die hat wie auch wieder mehrere Möglichkeiten, Spaß zu haben, glaube ich. Ey, was kommt denn hier raus? Uha, Feuer. Hier sind Toiletten. Ah, da werden die Leute schon mega Spaß haben dabei, aber nicht das Richtige jetzt. So, was habe ich denn hier noch? Rebell, das dürfte so ähnlich sein wie das, was ich gerade gebaut habe. Achso, hat keine Grendel. Ist da was drum herum? Ach, das war das Ding. Hm. Ja gut, so schlecht wäre es jetzt nicht. Gerade weil ich hier ja einen Berg habe, könnte man das durchaus nehmen. Ob ich das irgendwie hier unterbringen kann. Moment, ich muss ein bisschen weiter wegzoomen. So, mal gucken. Nur wie? Ich drehe die mal. Hm. Nicht so richtig passend, würde ich sagen. Da könnte man was machen. Nee, das sieht nicht aus. Okay, mal gucken, was ich noch haben. Was ist das gewesen? Sweet Garden. Oh, da hat eine gute Bewertung. Spaß 6,9. Nervenkitzel 5,1. Und Übelkeit 2,05. Das ist ja schon mal cool. Oh, klein ist sie nicht. Damit kann man durchaus schon was anfangen. Was ist ein Wahnsinn. Wo ist denn da der Eingang? Da vorne, okay. Ja, ich würde sagen, die wird's werden. Moment, ich muss mal eben gucken. Moment, das war's nicht. Ach, gut. So. Okay, also. Hier soll sie hin. Das ist ja krass. Kann ich die hier... Die ist ja riesengroß. Also, die geht so schön nach oben. Da könnte ich über andere Fahrgeschäfte mit rüberfahren. Okay, ich würde sagen, ich werde es mal hier kurz... Na, mit X einmal setzen. Dann werden wir sie einmal drehen. So, okay. Ne, muss ich mich auch mal ein bisschen mitdrehen. Okay, dann einmal hier ein bisschen vor. So, muss ich nochmal drehen. Okay. Na, manchmal kann man das nicht so gut greifen hier. Aber so würde das schon passen. Okay. Vielleicht noch ein bisschen hoch, kann das sein? Ja, es liegt alles in der Luft. Nein, das war zu hoch, zu tief. So, aber jetzt passt es, glaube ich. Gehen wir ein bisschen dichter ran. Das hier könnte ich mal ein bisschen wegmachen. So, kann ich hier noch irgendwelche Geschäfte unterbringen oder was? Sieht irgendwie danach aus hier, ja? Zumindest hier in der Mitte könnte ich bestimmt eins reinsetzen. So, was haben wir hier noch? Ist das ein Drache? Stimmt, die Drachen gibt es ja auch noch. Ja, mega. Das könnte ich auch nochmal hinsetzen irgendwo. Einfach ein Drachen. Cool. Sehr schön. Da sind wir hier auch schon bei den S-Bahn-Dekos angekommen. Also könnte ich hier auch mal eben ein Lebkuchenhaus irgendwo hinstellen. Sieht schon geil aus. Ich würde sagen, das lasse ich mal hier so stehen. Und werde den Berg hier gleich mal wegmachen, der hier ist. Beziehungsweise diese kleine Hügel. So. Da. So. Hallo? Gehst du mal weg hier? Hä? Moment. Machen wir das mal so. So. Okay. Aber da ist auch noch ein bisschen was zu sehen. Krieg das auch mal weg hier. Hallo, weg damit. Okay, machen wir es halt so. Na, so. Jetzt ist weg. Ja, so kann es bleiben. Okay, dann brauche ich hier auf jeden Fall den Eingang.
in der Hoffnung, dass dann hier endlich mal ein paar Gäste hinkommen. Eingang platzieren. Oh, das ist natürlich ein Stand. Das ist ja kaum Abstand. Gehe ich am besten hier hinten raus dafür. Wenn ich hier durchgehe, könnte ich hinten rum. Ja, es wird wohl das Beste sein. Das werden wir machen. Und hier werden wir den Ausgang platzieren. Der kann natürlich hier wieder direkt raus. Hallo? So. Dann setze ich auch gleich mal den Ausgang hier hin. Ausgang mit dieser Straße. Und hier geht es runter. So, das haben wir schon mal erledigt. Dann brauche ich jetzt hier meinen anderen Weg. Okay, und runter. Okay, der Weg steht. Ich musste den hier etwas absenken. Also es war ein bisschen kritisch, weil hier gerade diese Achterbahnstrecke rausgeht. Da konnte ich keinen Weg durchführen. Deshalb musste ich den Weg, also den musste ich den Boden weiter absenken, als es eigentlich notwendig oder was es eigentlich besser wäre. Ich bin jetzt hier praktisch schon unterm Haus. Aber jetzt geht es, jetzt können die Leute auch hier durch, ohne Schwierigkeiten. Und dann werden sie hier außen lang geführt, einmal hier rum und landen dann wieder auf der ganz normalen Straße. Okay, ich würde sagen, dann werden wir auch hier gleich mal das Ganze starten. Moment, hier könnte ich eigentlich nochmal so einen Ritter hinstellen. Szenerie. Und dann brauche ich hier nochmal einen Ritter. Habe ich den irgendwo? Ja. Ein wachsamer Ritter. Moment, nehmen wir den anderen. Der hier sieht cooler aus. Der könnte mal hier draußen so ein bisschen stehen. Einmal drehen. Oh, der versperrt sogar den Weg. Das ist ja crazy. Okay, ich würde sagen, ich stelle ihn mal direkt hier hin. Dann geht mir da auch keiner rein. Okay, und wir starten das Ganze einfach mal. Beziehungsweise, wir können mal einen Test durchführen. Und werden auch mal direkt einsteigen. Mal gucken, wie das so abgeht hiermit. Also, einmal gucken. Noch keiner da, ist klar. So, was? Wieso bin ich so tief? Jetzt geht's. Okay. Yo, ciao! Wow, sieht aber crazy aus. Hi, Dummy. Fahren wir mal in der Nacht hier, ist auch nett. Sieht so ein bisschen golden aus, gefällt mir gut. Wow. Ja, ich will dann doch ein bisschen nach da noch schauen. Echt crazy, wenn man so hier runter schaut. Finde ich auch total cool, dass man sich so drehen kann. Dann, ne? Das ist einfach klasse. So, dann mal schauen. Geht wieder abwärts. Ah, da muss auch noch einiges passieren vor uns rechts. Da ist es so dunkel nachts. Ja, gut. Fahren ein bisschen langsam, aber es geht. Keine Loopings drin, aber dafür wenigstens ein paar Spiralen. Und es dauert schon relativ lang. Ich habe kürzere Achterbahn, glaube ich, hier irgendwo im Park. Diese ist ja schon verdammt lang im Vergleich. Und da geht es aber wieder raus. Okay, dann würde ich sagen, können wir mal hier wieder aussteigen. Und raus. So, jetzt sind die Fahrgäste dran. Hat sich der Wert irgendwie verändert? Nö, war schon vorher so. Okay, aber das sollte etwas teurer werden. 8 Dollar nur, nee, das geht gar nicht. Wir werden mal auf 11 Dollar gehen. Okay. Und mal schauen, wie sich die Leute jetzt hier anstellen. Ob dann auch das Hotel wieder Gewinne abwirft. Ich habe nämlich vorhin mal geguckt, da hat es keine Gewinne abgeworfen. Gut, mag sich jetzt auch schon wieder geändert haben. Ich habe dann ein bisschen auch noch an der Optik gespielt. Hier zwei Hexen, die irgendwas machen. Und hier den Ritter, den habe ich noch hinzugefügt, damit die Werte sich hier ein bisschen ändern. Was? Hallo, ich will nicht das Haus wählen. Da will ich ihn her. Der Wert ist jetzt bei 97% der Prestige-Wert. Und gut, Sauberkeit ist hier noch nicht besonders gut groß geschrieben. Und wir machen immer noch miese, aber richtig kräftig miese. Ich hoffe, es ändert sich jetzt, wenn da hier mehr Personen durchlaufen. Dass hier nicht nur 6 oder 8 Personen mal einkehren, sondern auch mal hier das ganze Ding voll wird. Okay, denn eigentlich habe ich ja nicht wirklich besonders teure Preise hier. Ich habe die Preise überhaupt nicht verändert. Hm,
Na gut, mal schauen. Oh, jetzt kommen wir ja schon deutlich mehr. Scheint jetzt was zu gehen. Oh, jetzt wird's aber voll, oder? Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hoffentlich gehen die alle rein. Moment. So, hier wollte ich auch nochmal nachschauen, ob sie denn hier auch inzwischen alle reingehen. Naja, sind dabei. Okay. Aber das hier sieht gut aus. Können wir nochmal schauen? Nee. Gehen wir nochmal rein. Wie sind wir jetzt befüllt? 8, 8. Ah, die meisten drehen wieder um. Die gehen jetzt mal rein, oder? Ja, die gehen rein. 8 von 26, 10. 10 haben die Luxus-Suite genommen, das ist gut. Aber okay, ich würde sagen, das läuft jetzt endlich. 9, klasse, gut. So kann man es lassen, die werden voll. Super. Schauen wir gleich mal hier drüben nochmal nach. Warum hier immer noch keiner drin ist. Eine Person, toll. Bin ich tatsächlich zu teuer? Wieder mal. Hä, wieso? Komisch, manchmal bewegt sich alles total langsam. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Ich scrolle einfach nur runter und schon ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, ich bin offen. Na gut, machen wir mal 10 Dollar. Vielleicht war es ja auch zu viel. So. Schau ich nochmal. Mhm, jetzt gehen wir hier rein. Ich hoffe, da kommen jetzt auch noch ein paar. Bis hier sind sie ja schon mal. Gut, ich würde sagen, dann könnten wir hier noch mal ein bisschen mehr hinbauen. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie ein kleines Fahrgeschäft habe. Prinzessinnenburg passt schon deutlich eher. Okay, dann müsste ich die allerdings noch mal drehen. Das wird... Ja, komm, ganz langsam. So, wird so schon eher passen. Dann muss ich uns etwas tiefer setzen. So. Okay, der Weg steht. So kann man das, denke ich, mal lassen. Das ist schön lang geworden hier. Gut, eigentlich wollte ich hier was anderes hinstellen, aber gut, das muss ich ja mal anders hin tun. Der Ausgang ist natürlich ganz klar schön dicht an einer normalen Straße gehalten. Das könnten wir uns jetzt mal hier ansehen. Das sieht da sowas von geil aus mit dieser Kartbahn. Absolut der Wahnsinn. Kartfahren ist auch cool. Hammer. Richtig geil gemacht. Ist echt cool gemacht. Wahnsinn. Fahren wir mal die Strecke rückwärts ab. Oh, bin ich wohl etwas zu tief gekommen. Oh Mann, ich habe hin und wieder mal ein paar Schwierigkeiten damit. Hallo, ich will höher. Hallo, ich scroll und scroll. Jetzt komme ich ein bisschen hoch. Endlich. So, dann geht's hier lang. Einmal hier durch. Dann wieder in der scharfen Kurve. Und dann wieder hier raus. Dann darum. Und nochmal durch die andere Seite des Schlosses. Was ist das denn hier für ein Springbrunnen? Ist das süß? Der, was? Was hat denn der für Arme? Okay, jetzt mal was anderes. So, dann geht's hier runter, wieder da runter und dann sind wir auch schon wieder am Startpunkt. Okay. Nicht schlecht. Wie viele können hier gleichzeitig fahren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 12. Okay, das sollte schon. Ist schon mal eine ganze Menge. Dann werde ich hier jetzt noch was hinsetzen. Das heißt, ist die Frage, muss ich den einmal testen lassen? Nö, den kann ich direkt einsetzen. 5 Dollar kostet das nur? Nee, komm. Ah, wir machen mal 6,50 Dollar. Was? 65? Das ist doppelt so viel. 6,5? Macht er nicht. 6,5? Ja, das macht er. Und dann werden wir das mal direkt einsetzen. So, Leute, ihr könnt rein. Viel Spaß dabei. Aber hier möchte ich unbedingt nochmal ein Geschäft hinstellen, dass sie davor das nutzen können, denn ich habe doch hier so schöne, was sind die denn alle? Okay, ich würde sagen, den setzen wir mal hin und damit haben wir das auch erledigt. Okay, dann würde ich sagen, werden wir mal hier mit einsteigen
Sobald die losfahren, ne, die fahren ja schon los. Dann gehen wir halt damit hin, sobald er hier loslegt. Da liegt Abfall auf dem Weg. Ja, dann müsst ihr mal die Tonnen nehmen, Jungs. Wir stehen hier doch überall. Okay. Aha, ist also alles ein Schnäppchen. Verstehe. Okay, die fahren los. Komm, wir machen es schneller, dass sie ein bisschen schneller durch sind. Da ist schon der Erste, der gewinnt. Wow, das war ja mal eine starke Kurve eben. Oh Mann, hat sich einmal gedreht. Was, die fahren nochmal? Na, da fahren die mal lang. Wie viele Runden gibt's? Das kann ich nicht auflassen, ne? Muss ich nochmal hier rauf gehen. Sieht man das irgendwo, wie viele Runden die fahren? Anzahl der Runden 2, ja, okay. Okay, hier könnte ich noch mehr? Nee. Nee, passt eigentlich nicht mehr hin, mehr Fahrzeuge. Okay, damit hat sich das wohl gerade erledigt. Dann würde ich sagen, werde ich mal den wieder markieren hier. Und das Ganze etwas langsamer machen. Sobald die Leute drin sind mit ihren Fahrzeugen. Und den auch noch. So, okay. Na komm, Junge, steigt aus. Zeit ist Geld. Okay, die sind alle ausgestiegen. Dann wollen wir mal in dem jungen Mann hier rein. Hallo? So, okay. Komm, beeil dich, raus hier. Die Karts sehen echt geil aus. Fetten Motor hinten drin. Wie es so üblich ist bei den Dingern. Ah, er nimmt sich den roten. Okay. Dann fahren wir los. Starten die von hier aus direkt oder fahren die noch in die Mitte dazu? Ah, okay. Frage wird gerade beantwortet. Er fährt in die Mitte. Also gut. Na, was tritt überhaupt gegen mich an? Du hast gar keine Chance. Ja. Komm, wir machen das Rennen hier. Und los, gib Gas. Hey, jawoll. Das passiert den Leuten, die mich überholen. Komm, fahr vorbei. Der möchte man direkt mitlenken mit der Maus. Oh Mann. Ich habe hier noch irgendwo ein Formel 1 Spiel. Vielleicht spiele ich da ein bisschen Formel 1. Da kriege ich richtig Lust dabei beim Zuschauen hier schon. Na toll, schön hinten. Wow, das Schloss sieht aber cool aus da hinten. Also das große Schloss und das andere hier auch mit dieser Achterbahn dazu. Sehen beide ziemlich geil aus. Na, die fahren hier auf jeden Fall schön lang drauf rum. Das ist ja noch die erste Runde ist und nicht mal die zweite. Wahnsinn. Das wird ja ewig, bis man hier mal durch ist. Aber ich glaube, erst bin ich nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Was? Die ersten stehen schon wieder. Ach, die ersten stehen schon wieder. Nee, stehen sie nicht. Da sind nicht genug eingestiegen. Wieso das denn nicht? Junge, Hände ans Lenkrad. Geht ja gar nicht. Hä, wieso sind da drei stehen geblieben? Die warten doch alle Open End da drauf, dass sie mal fahren können und dann wird sie nicht voll, oder wie? Chris, die muss ich mal gleich ändern, dass die nur fahren, wenn sie voll sind. Okay, letzte Runde. Jetzt hol die doch mal da hinten nochmal einen, Mensch. Ja, er dreht sich nochmal ein bisschen. Aber hat Spaß dabei, das ist das Wichtigste.
Und rum, komm, nimm die Kurve richtig. Ja, schön außen rum. Oh ja. So schön hat er es jetzt auch nicht genommen. Und immer schön die Hände vom Lenkrad weg, klar. Aber schön gemacht alles. Muss man ja sagen. Sehr schön ist auch, dass sie hier an diesen Seiten halt gedacht haben, dass dort diese Reifen rumliegen, die ein bisschen schützen sollen und nicht nur einfach die Bahn gemacht und fertig war es. Das finde ich cool, das hat was an alles gedacht hier, an was man denken kann. Nicht nur an der Optik, sondern auch eben an die Sicherheit der fahrenden Besucher. So, Ziel erreicht, ich bin nicht Erster geworden. Dumm gelaufen. Aber gut. Na komm, fahr zu deinem Punkt, Junge. So. Jetzt sind wir wieder hier und können aussteigen. So. Raus. Raus. Okay. Gut, ihm hat es gefallen. Das ist das Wichtigste. Und damit würde ich sagen, endet auch die heutige Folge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.